Hey, kleinen Püppchen, ich bin der Bruger und ihr seht hier Alisa. Das ist ein Horrorspiel, ganz im Stile von Resident Evil. Sehr oldschoolig gemacht. Und jetzt lese ich erstmal meine Unterstützerinnen und Unterstützer vor. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Amy in the Shadows, Ani Nakashima, Ani 1407, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Blue Fire 486, Cindy H., Commander Game, Dekleene 95, Dinok XX, Encore 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Caruso, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, Metal Dragoda X, Mirko Müller, Mr. Numdos, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Pat Kadi, Panarik 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupu Fischpup, Raik Boretzky, Rylion Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Siguian Fantan, Simirizi, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Star Fox 12345 4321, The Phoenix, Torf Erde, Troop 2222, TWD Mr. Wayne, Wutzli, X-Rock und ZX94. Ja, das ist nochmal für die Leute, die das Intro übersprungen haben. Guten Tag, ich bin der Bruger, ihr seht hier Alisa. Ein ganz oldschooliges Survival-Horror-Spiel im Stil von Resident Evil 1, würde ich sagen. Ja. Ist auch schon soweit die höchste Auflösung, die man auswählen kann. Und ich würde sagen, starten wir neu. Ich wünsche euch viel Spaß. Ist auch alles in 4 zu 3. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Story so an. Deine Haare sehen wieder geil aus. Alright, listen up. Tonight, a spy stole important blueprints. And he got away. However, we were able to gather information and tracked him to his last known location. He escaped with the supply train. We will ride a train on the same tracks, dropping you off at every station in small groups to search the area. Find him and make sure those blueprints don't fall in enemy hands. Got it? Alisa, the next stop is yours. Der sah irgendwie gruselig aus. Wie so ein Nussknacker. Ja, also wir sind die namensgebende Heldin. Und sollen den Dieb aufhalten. Ey, das ist richtig gut animiert. Muss man halt mögen. Ich lieb sowas. Also, es ist wirklich alles 4 zu 3. Die Letterboxes, die kommen runter, wenn man hier... Oh, guck mal. Außer es ist eine direkte Steuerung. Kann ich nicht mit dem Analog spielen? Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Oh, ich habe 9 von 18 Schuss. Ich habe auch noch, ja, ich habe noch ein Saber. Eine Militäruniform. Das ist meine königliche Verteidigungsuniform. Ich fühle mich sehr sicher, weil ich sie trage. 15% mehr Verteidigung und schnelleres Nachladen. Dieser Säbel ist mein einziges militärisches... Also dieses Schwert ist mein einziges... Ja, ist das, was von hochrangigen Militärs benutzt wird. Das ist die perfekte Waffe für Nahkämpfe. Und die Muga, also statt Luga, PPK. Eine Pistole, die von der Polizei oder militärischen Agenten genutzt wird für die royale Verteidigung. Also die... Royalen, die königlichen Agenten zur Verteidigung. 8 Magazine, also 8 Kugeln im Magazin. Martin Schotz Semi-Auto. Halbautomatische Waffe, also. Haben wir eine Karte? Oh, ist ja cool. Door, Lock Door, Barricade, Current Location. Okay. Alles sehr schick. Können wir mal ganz kurz die Button-Configs durchgehen? Kann man die nicht ändern? Hier, ich habe doch die Axis eingestellt. Hoch. Warte mal, runter, rechts, okay, das ist links, ist alles schon richtig, okay, es müsste alles richtig, ah, jetzt geht's, okay, verstehe. Kann ich die Waffe ziehen, kann ich irgendwo den Degen ziehen? Alles klar, kann ich den auch wieder, okay, so kann ich die Waffen wechseln mit Dreieck, also mit Y quasi. Alles gut, ich muss mich erstmal ein bisschen reinfinden.
Der Türknauf ist ab. Es ist gerostet und eingerostet, die Tür bewegt sich nicht. Sagt sie. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich hoffe, ihr seht den Text auch. Im Notfall blende ich mich halt kurz aus, wenn es wieder zu viel ist. Aber ich finde das alleine optisch ist auch so ein bisschen Alone in the Dark, die ersten beiden, ne? Kennt ihr? Wollte ich auch irgendwann mal spielen. Oh, hier ist noch ein anderer Agent. Wir sind also nicht alleine. Ja, einige wild wachsende Büsche. Wow, ist das ein Arm? Ah, ist kein echter. Es ist ein hölzerner prosthetischer Arm. Jemand hat ihn einfach so in die Büsche geworfen? Hm, die Menschen sind schon seltsam. Warum wurde das R groß geschrieben? Ja, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, anhand des Intros, es gibt auch Puppengegner, finde ich ja besonders toll. Dieser Truck wurde schon seit einer langen Zeit nicht mehr benutzt. Die Natur überwuchert ihn schon. Und die Tür bewegt sich nicht. Habe ich eine schnell... Warte mal, habe ich was Schnelles für die Karte? Ne, ich muss das immer so machen. Okay. Hallo? Ja. Aber wie gesagt, ich finde es echt... Wie sagen die jungen Leute? Nice. Ich find's echt nett, vor allem auch mit der festen Kamera. You found something? What is it? Fresh footprints. Someone must have passed here not so long ago. Let's check those houses further on the road. See if we can find more tracks. Sehr französisch. Ja, der Footprints. Der Prinz von den Foots. Gibt's hier noch was? Nee, komm, wir gehen einfach mal weiter zu den Häusern, wie er sagt, unser Kollege. Aber wie gesagt, mir gefällt's sehr gut. Ich habe halt wirklich auch schon die höchste Auflösung. Ich glaube, die 720p, die höchste. You smell that? Yes, burning wood. I don't think this place is really abandoned. Riecht nach brennendem Holz. Dieser Ort scheint nicht verlassen zu sein. Muss ich das alles übersetzen? Also... So schweres Englisch ist es nicht, aber ich werde trotzdem mal weiter übersetzen. Ist halt so typisches Resident Evil Englisch. Sollte man hoffentlich verstehen. Let's check these houses. See if there is someone who lives in here. Ja, mal gucken, ob jemand lebt, ne? Kann echt in jedes Fenster. Oh, das finde ich super mit den Fenstern, dass ihr da reingucken kann. Viele verschiedene vertrocknete Pflanzen und farbenfrohe Tontöpfe auf den Fenstern. Blockieren die Sicht. Ja. Ob der Dieb hier ist? Sag mal, die Tür, kann ich die öffnen? Hallo? Keine Antwort. Ja, wenn keine Antwort kommt, würde ich mal die Tür versuchen zu öffnen. Aber wenn der Ort verlassen ist... Aha. Door und Door. Na egal, wir gucken mal weiter hier. Auf jeden Fall ist hier eine Tür, wenn ich da weiterlaufe. Ich hab schon Lust drauf. Ich hab schon richtig Lust. Guck mal, das finde ich ja toll hier. Schön. Schönes Detail. Ich kann schwaches Licht im Inneren sehen. Ich höre doch die Uniformen recht steil. Oh, hello there. What brings you guys to these parts? Sorry for bothering you, sir. We are looking for a man. He might have passed these parts. Have you seen a person like this? Ah, yes, yes. Very kind fella. He stayed here for a cup of tea and headed for the forest behind my house not so long ago. You say he came in for a moment. Can we take a quick look around? It won't take long. Of course, come in. Okay, da sagt sie, ja, der Typ war hier, war ein sehr netter Kerl. So, are you the only one living around here? Bild von einem Mann mit langem Haar. Where are all your neighbors? Everyone went to work in the big cities, since factory work was on high demand and granted more work stability. Ja, alle Menschen sind hier weggezogen. Why did you stay here? Oh. I'm already too old for that. Je vois. Even the church is abandoned. Yes, exactly. The doors have been shut tight for quite a while now. So, what do you do during the journey? Oh, just some reading, a bit of writing, or sometimes
I go for a walk outside. D'accord. I leave you to it then. Thank you for your time. We'll be on our way now. Alles klar, also der alte Mann ist hier ganz alleine, alle sind weg in die Stadt, weil da gibt es mehr Arbeit und er ist halt zu alt zum Wegziehen. Ja, und deswegen bleibt er noch hier. Alte Kuckucksuhr, sie bewegt sich kaum, aber ich kann sie ticken hören. Sie sagt so, der Schrank ist gefüllt mit Kleidung und einigen Kerzen. Es gibt zwei kleine Bilder von Frauen, die auf dem Schränkchen stehen. Ein blondes junges Mädchen hat ein rotes Kleid an, da steht ein Name drunter, Elise. Die andere Frau ist alt und grau, ihr Gesicht ist durch etwas schwarzen Stoff bedeckt. Bisschen gruselig. Wie sie redet übrigens, ne? Alisa. Ist ein bisschen, als wäre sie, ich weiß nicht, einerseits von einem Mann gesprochen worden und hochgepitcht, die Stimme. Nichts Interessantes. Und andererseits ein bisschen so, als wäre sie auf keinen Fall muttersprachlerisch Englisch begabt. Various cups and plates, ja, verschiedene Tassen und Teller. Die Tür führt in den Hinterhof. Wahrscheinlich finde ich dort nichts. Können wir mit ihm reden? Oh, die Kamera macht Faxen hier. Wir haben genug gehört. Oh, der arme Kerl, der ist ja ganz allein. Den ganzen Tag, was machst du denn da? Ich meine, ne, ist ja langweilig ohne Gesellschaft. Die Kirche ist natürlich auch zu. Hallo. Keine Antwort. Er bleibt stehen und atmet trotzdem weiter. Also freest. Nicht mal stehen geblieben, er ist gefreest. Hallo. Ist nur ein Schuppen, ne? Keine Antwort. Ist zu dunkler, was zu sehen. Aber ich hab's auch Achievements gibt. Also bisher, der Einstieg ist ein bisschen langsam, ja. Okay, das Fenster ist nicht zum Interagieren. Swing. Ist rostig und verschlossen. Aber ich find's, also die Atmosphäre ist schon mal sehr geil. Die Charaktere, sie ist halt, wirkt so ein bisschen trantütig. Und ich muss, ach, die Synchro, die wirkt so ein bisschen, als wäre sie irgendwie, als würde er mitten im Raum stehen, nicht wirklich in einem, beim richtigen Mikrofon im Studio. Der alte Mann, der hat sich angehört, als wäre er gerade irgendwie so in der Tür. Soll es ja auch sein, vielleicht, aber hört sich trotzdem komisch an. Und der Typ soll voll nett gewesen sein, hieß es. Naja, ich weiß ja nicht. Ich meine, hat er was gestohlen, aber vielleicht ist es auch wieder so ein Plot, der wird sich dann erst enthüllen mit der Zeit. Noch andere Wege. Man sieht es halt echt nicht gut wegen der Auflösung. Over there, it's him. Halt! Stop right there. Wit, let's get him. Wit. Arrivé. Okay, der Mann, es war er. Sie sagte, das ist er, der Dieb. Das ist so ein Zelda-Charakter. Jan, what are you doing? I swallowed my cure-dent. Are you okay? Go, Alisa. Don't let him escape. Here, use the rat signal in my backpack. Nicht dein Ernst, hat seinen Zahnstocher verschluckt. Weißt du, dass du daran sterben kannst übrigens? Habe ich bei Dr. House gesehen. Nicht cool. Ich meine, der weicht zwar auf, aber trotzdem, der ist immer noch ziemlich gefährlich. Ja, jetzt haben wir nicht mal mehr ein Inventar wahrscheinlich, weil sie alles weggeschmissen hat. Ja, sag ich doch. Cool. Hey, bleib stehen! Schlitz dich auf! Das war echt flink. Für so einen kleinen, bisschen kräftigeren Mann. Und jetzt ist er tot. Auch nicht. Where did he go? Bin gespannt, ob der Säbel was taugt oder ob es wie in anderen Spielen der What's Art. Going on? Was geschieht? What kind of monsters? Alter!
Ja. Ja, ja. If you run out of bullets, press this button to reload. Diese, das zeigt deine Heilung. Die Waffe, die ich halte, die Waffe, die Kugeln halt, die ich in der Waffe habe. Und no target, enemy target. Alles klar. Oh nein. Hey. Ah! Die sind viel zu schnell. Alter, wie soll ich den denn ausweichen? Lass mich hier runter. Nein! Die Kamera. Aber ganz Gegner im Ziel, ne? Target. Ah, nein! Wie soll ich die denn besiegen? Die sind viel zu schnell. Ich bin viel zu schlecht gerade. Oh nein! Nie im Leben schaffe ich die. Nie im Leben! Meine Knarre ist halt schon leer. Land nach! Alisa! Nein! Ach du Scheiße, die Kamera! Mensch! Einer ist futsch! Ah ja, einer! Ich bin auch gleich futsch! Nicht dein Ernst, das war jetzt nicht geplant, dass man hier stirbt, oder was? Ein Spiel von Kaspar Kroe. Musik von Arisa. Ich glaube, es war geplant. Ja. Es ist halt auf Französisch, vielleicht Franco-Kanadisch, ich weiß es nicht. Aber es ist echt unheimlich, meine Güte. What is this? I need to get out of here. Wie sie auch schon läuft, guck mal. Was haben wir denn hier? Ein blaues Kleid. Ich bin damit aufgewacht. Seltsamerweise passt es mir sehr gut. Ich habe eine, also sie hat eine geringere Rate entdeckt zu werden und 15% auf Verteidigung. Okay. Wie bin ich hierher gekommen? Und wie lang war ich denn außer Gefecht? Ein kleines Licht auf dem... Ah! Ein kleines Licht auf dem Schreibtisch hier. Und es hat ein Fach. Da ist eine Knarre drin. Ich nehme sie besser mit. Und ein Schlüssel. Könnte nützlich sein. Und eine Notiz. Ich tat nur, was mir geheißen wurde. Und diese Waffe ist ein kleines Geschenk von mir. Willkommen in deinem neuen Heim. Okay. Auch hoch und runter zielen. Ah, alles klar, ich muss manuell zielen. Nur alter Müll. Verschlossen. Ein Eisenschlüssel. Ist aufgeschlossen. Habe ich jetzt den... Ah ja, ich habe den Schlüsselring weiterhin. Jetzt hier gibt es noch nichts. Bin echt gespannt. Excuse me. I. Macht sie da? Wow, eine Zombie-Referenz. Resident Evil 1. Ja, was mache ich denn? Hör auf. Oh Gott, ich muss echt manuell zielen. Das ist seitenverkehrt. Lässt Rädchen fallen. Das ist eines dieser Monster. Sieht tot aus. Das ist echt seltsam.
Es ist ganz schön unordentlich hier. Allerhand Bücher sind über den Ort verteilt. Also es ist nicht sehr blutig, wie ihr seht. Aber allein schon, wie der Zombie sich umgedreht hat, das war so lustig. Ist verschlossen. Sieht aus wie eine linke Hand. Symbol. Ich hab noch eine gehört. Noch eine Puppe. Was ist das? Bobshells. Ich hab aber nix. Was? Okay. Da ist ein gruseliges Skelett in diesem Schaukasten. Wie lange haben wir denn schon gespielt? Naja, geht noch. Großes Bücherregal voller Bücher und altem chemischen Equipment. Hey, you! No! Direkt die Knarre. Don't shoot! I can help you! Who are you? What is this place? My name is Hope. And this is a dollhouse. The dollhouse? No, really? What's going on here? And why am I wearing this dress? Yes. Well, can't help you with that. But if you can bring me some tooth wheels, like this one, I might be able to exchange them for some extra firepower. Hey, hey, don't fool me, Puppet. Tooth wheels or nothing. Fine. Ach, dieser Schrank. Okay, dieser Paul will mir Sachen geben. Was? Martin Shots. Ja, das sind die Kugeln, die ich... Ah, alles klar, gut. Ich will da nicht... Ah. Ich will immer raus und ich drücke immer X dafür. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ach, da sind meine Waffen drauf. Ah, okay, ich brauche einen Säbel. Ja, was kriege ich denn? Weapons, Dresses? Also erstmal Weapons. Kostet 12. Die kostet... Die Blunderbuss? Oh, also eine... Ja, Muskete mit so einem Trichter vorne, dass die Kugeln weiter gestreut werden. Alter Blunderbuss, kompatibel mit Standard Bobshells. Einzelschuss. Dieses Schwert wird nur von hochrangigen Militärs benutzt. Ja, das kennen wir schon. Dresses, was haben wir denn? Oh, kostet 12. Unser altes Kleid. Aber wir werden damit halt schneller... Ja, wir werden damit schneller erwischt, können aber schneller nachladen. Martin-Type-Ammo, militärischer Schuss, ja, sehr gut. Bobshells für die Knarre. Und Medikit-Refill, some common medical items to refill my Medkit. In dem Fall, dass ich verwundet werde, gib mir ein Medkit. Wir können auch speichern hier. Das... Ah, es kostet aber 1. Okay, verstehe, es kostet alles Geld hier. Von der anderen Seite verschlossen. Ah, cool. Das ist ja geil. Okay, ich hab... Oh! Schon verstanden. Zieht sie da automatisch hin? Nee, macht sie nicht. Muss ich selber. Crazy. Einfach crazy, dieses Spiel. Aber auch gut. Verschlossen. Sieht aus wie ein Auge. Das Schloss. Dass man kein Auto-Aim hat, finde ich ein bisschen schade. Sehr dunkel draußen, ich kann nichts sehen. Kommt das jetzt hier hoch? Oder was? Oh nein, was ist das? So eine Art Hund. Sieht aus wie eine Art Hund. Also, es hat sich verhalten wie so ein Resident Evil Hund. Super, dann, ich glaube, ich hole mir erstmal. Ich habe erstmal ein bisschen, weiß nicht, Munition. Ich werde mir das Schwert nicht holen, denke ich. Ich denke, das ist überflüssig. Wir brauchen einfach nur viel Munition. Andererseits, was brauchen wir denn immer für Munition für so ein Vieh? Das waren jetzt 5-6 Schuss immer. Welcome. Ja, ja. Aber es gibt halt auch nicht unendlich. Thank you. Thank you kindly. Thank you. Muss mir erstmal hier das Schwert gönnen.
Was? Weapon slot is empty. Ah, jetzt hab ich's doch hier. Hebel. Kann ich blocken? Ah, und ich kann aufladen auch noch. Alles klar, das ist ja cool. Sie sieht schon schick aus in dem Kleid. Wie so eine Puppe, aber kann sie tragen, finde ich ja. Mhm. Schnell kann sie eigentlich zuhauen mit dem Degen. Mit dem Säbel. Alles gut. Was haben wir denn hier? Gott, ein bisschen schwer zu erkennen alles. Das müsste die Tür oben links gewesen sein hier. Ist verschlossen. Symbol eines Baums. Die Tür bewegt sich nicht. Scheint durch eine seltsame metallische Wurzeldekoration geschlossen zu sein. Warum sollte jemand sowas bauen? Das macht... Das sieht auf jeden Fall nicht menschengemacht aus. Durch Menschenhand gebaut. Aus. So. Und du bist Chi. Ja. Das war auf einmal so ein bisschen stressig. Oh nein, ich sehe nichts. Alter. Was ist mit der Kamera los hier? Ah, oh, ihr Schweine. Nein. Diese Kamera stresst mich leider sehr, ne? Ah. Ja. Aufgeschlitzt. Ja, mit dem Säbel ist schon ziemlich geil hier. Kann sie auf jeden Fall gut stunnen damit. Ja, so kann ich auf jeden Fall Schuss sparen, weil das ist gar nicht mal so schwer. Silbertafelzeug. Tableware. Oh ne, warte, da geht's mir schon wieder zu weit in den Raum hinein, hier alles. Noch ein Treppenhaus. Auf jeden Fall schon mal sehr fancy und sehr groß alles hier. Alles klar, also die beiden sind verschlossen. Das waren die Treppenhäuser, in denen ich eben drin war. So. Also rechtzeitig mal ein bisschen für Heilung sorgen, weil, wie man sieht, es ist nicht sehr leicht, dieses Spiel. Eine Vase mit Blumen. Diese Blumen fühlen sich nicht real an. Also sind wahrscheinlich alles Plastik und künstlich und Puppen und so weiter hier, ne? Ach du Scheiße. Wieder ein Nemesis. Komm her. Komm her. Die Kamera. Furchtbar. Oh, Alter. Steh auf. Kamera ist furchtbar hier. Ich glaube, ich bin kurz davor, die Tanksteuerung wieder einzuschalten. Es gibt eine Tanksteuerung übrigens, wie in Resident Evil im Alten. Oh, ich habe ihn echt getötet. Alter, man kann ihn töten. Man kann ihn töten. Okay, krass. Das ist mal eine Errungenschaft für den Part hier. Ich glaube, so können wir es auch beenden. Was? 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 Ah, ich habe mein Medikit aufgefüllt. Nichts Nützliches. Auf jeden Fall waren da Sachen, die ich hätte verwenden können für mein Medikit, was ich getan habe. Habe ich ein Medikit? Ja, Medikit mal 1.
Sehr schön. Leute, ich würde mal sagen, wir gehen speichern. Ich werde das jetzt wahrscheinlich ein bisschen vorgespult haben, weil das war jetzt echt etwas lächerlich. Ich dachte gerade, das wäre ein Blutring. Naja, nächstes Mal geht's weiter. Bis dahin verabschiede ich mich von euch. Küsschen und Küsschen und wir sehen uns wieder zu Alisa. Dankeschön, auf Wiedersehen.